Ah, das Wetter scheint auf jeden Fall heute mal wieder richtig gut zu werden. 7:45 Uhr. Alles ist abgebaut. Die Sonne kommt raus. Und wir gehen jetzt los Richtung Takahue. Saddle Road. 1,1 Kilometer. Goodbye, Saddle Road Campground. Ah, sehr coole Lichtstimmung heute Morgen mit der aufgehenden Sonne. Das Grün der Wiesen leuchtet richtig. So, hier sind wir auf der Takahue Saddle Road. Ich glaube, wir gehen hier schon ein paar hundert Meter auf dieser Straße. Aber uns hat leider noch kein Auto passiert. Also vielleicht müssen wir bis nach Takahue ins Dorf gehen, um da ein Licht zu bekommen. Wir werden... Hier sind wir jetzt in Takahue. Da. Die Takahue Hall. Straße ist asphaltiert. Wir sind also in der Stadtmitte von Takahue angekommen. So, wir kommen von der Takahue Saddle Road und gehen jetzt zur Takahue Road. Sehr belebter Ort. Wieder mal die Hölle los hier. Na, 20:10 Uhr. Und der Verkehr auf der Takahue Road ist auch nicht viel dichter. Wer hätte das gedacht? 3 Autos sind an uns vorbeigefahren bis jetzt. Aber leider hat keins angehalten. Ein kleines Farbenspiel am Straßenrand. Sehr coole Blumen. Und ein nächster Hinweis auf das Ende. 90 Mile Beach. 15 Kilometer. Zurück in der Zivilisation. McDonald's und Pack and Save. McFlurry und einkaufen. Mal 12:15 Uhr. Alles ist eingekauft. Und jetzt probieren wir nach Apihara zu hitchen. Noch 14 Kilometer. 14:55 Uhr und wir haben Hitch bekommen. Wir sind am Ahipara Holiday Park angekommen. Haben jetzt gerade schon eingecheckt. Der Zukunftsnetz ist trotzdem hier. Da hinten am Horizont, hinter den Hügeln, beginnt der 90 Mile Beach. Und hier bauen jetzt unsere Zelte hier an der Bank auf. Und mit ein paar Bier beginnt der Nachmittag. 15:55 Uhr. Und wir gucken uns schon mal unseren Spielplatz für die nächsten 3 Tage an. Schon mal ein bisschen das Terrain abchecken. Oh wow. Aber heute heißt es noch Bier trinken. Ach, das erste Mal im Meer auf Neuseeland. Und das im Winter. Im neuseeländischen Winter. Aber jetzt gibt es erstmal wieder ein Bier. So, hier im Aufenthaltsraum. Das ist Apihara Holiday Park. Das letzte Video ist geschnitten. Und jetzt geht's gleich ins Bett um 9:15 Uhr. Also, gute Nacht.